Anubis ist der berühmte schakalköpfige ägyptische Gott. Er ist eine Gottheit, die mit dem Leben nach dem Tod und mit Bestattungsritualen verbunden ist. Der Gott ist eine der ältesten ägyptischen Gottheiten. Seine Rolle hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Anubis galt als die Hauptgottheit im Zusammenhang mit dem Tod und als Gott der Unterwelt. Diese Rolle wurde jedoch später von dem Gott Osiris übernommen. Der Schakalgott galt auch als Gottheit der Einbalsamierung und Mumifizierung. Bei Bestattungsritualen war es üblich, dass ein Priester während des Mumifizierungsvorgangs eine Schakalmaske trug. Der Gott galt auch als Beschützer von Gräbern und Friedhöfen und schützte die Körper derer, die in die Unterwelt gegangen waren. Anubis ist der Sohn der Göttin Nephthys, der Frau von Seth. Doch ihr Sohn wurde nicht aus der Vereinigung mit ihrem Mann geboren. Denn Nephthys verkleidete sich als die Göttin Isis, um sich mit Osiris zu vereinigen. Angesichts dieser Untreue schmiedete Seth ein Komplott gegen Osiris, tötete ihn und verstreute die Teile seines Körpers in ganz Ägypten. Als Isis alle Bruchstücke einsammelte, half Anubis der Göttin bei dem Bestattungsritual des Gottes. Und Anubis verwandelte Osiris' Körper in die erste Mumie. Anubis wurde die Gottheit, die den Geist der Toten in die Unterwelt geleitete, wo die Verstorbenen von einem Gericht unter dem Vorsitz von Anubis beurteilt wurden. Der Gott legte das Herz des Verstorbenen auf die Waage des Osiris. Und auf die andere Seite wurde eine Feder der Wahrheit gelegt. Wenn das Herz schwerer war als die Feder, bedeutete dies, dass das Organ voller Übel war. Es wurde Ammet gegeben, einer dämonischen Kreatur, die auch als Herzfresser bekannt war. Wenn wiederum die Feder schwerer war als das leichte Herz der Seele des Gerechten und Guten, führte Anubis den Verstorbenen zu Osiris, um ihn ins Jenseits zu geleiten. Während der Zeit der griechischen Herrschaft über Ägypten wurde der Gott Anubis mit Hermes in Verbindung gebracht. Hermes ist in der griechischen Mythologie auch die Gottheit, die die Seelen in die Unterwelt führt. Aus dieser Verbindung entstand eine Gottheit namens Hermanubis, die während der römischen Herrschaft populär wurde. Anubis ist eine der populärsten Gottheiten der ägyptischen Mythologie. Er ist der Gott, der die Seelen ins Jenseits führt. Sobek ist ein berühmter ägyptischer Gott mit einem Krokodilkopf. Er ist eine Gottheit des Nils, des wichtigen Flusses, der durch Ägypten fließt und das Land fruchtbar macht. Der Gott ist eine der ältesten ägyptischen Gottheiten und wird seit mehr als 4000 Jahren verehrt. Die Pharaonen verehrten diese Gottheit sehr, da sie glaubten, dass der Krokodilgott sie vor bösem Zauber schützen konnte. Krokodile sind in Ägypten sehr häufig anzutreffende Tiere. Die Art Crocodilus niloticus, auch als Nilkrokodil bekannt, ist eine der größten Arten dieser Reptilien und auch eine der gefährlichsten. Doch Sobek war zwar mächtig, aber auch ein gütiger Gott. Deshalb beteten die alten Ägypter zu ihm, um die Wassertiere zu beruhigen. Einige Mythen schreiben Sobek die Entstehung des Nils zu. Der Fluss soll aus dem Schweiß des Krokodilgottes entstanden sein. Da er eng mit dem heiligen Fluss verbunden war, galt Sobek als Gott der Fruchtbarkeit. Die Überschwemmungszyklen des Nils waren für die Befruchtung des gesamten Überschwemmungsgebiets verantwortlich und machten die umliegenden Länder extrem fruchtbar. Sobek wurde in vielen Regionen des alten Ägyptens verehrt. Vor allem aber in Fayum und Komoombo. Der Sobek-Kult war wegen der großen Anzahl von Krokodilen in diesen Gegenden sehr präsent. Wenn eines dieser Krokodile starb, konnte das Tier mumifiziert werden. Im Krokodilopolis-Tempel gab es mehrere Mumien dieser Tiere. Ein mumifiziertes Krokodil konnte auch zusammen mit den Mumien von Pharaonen und anderen adligen Persönlichkeiten bestattet werden. Die Ägypter glaubten, dass Krokodilmumien sie auch nach dem Tod beschützten. Zuvor wurde in der Stadt Komoombo der Gott Horus, der Bruder von Sobek, verehrt.
Doch nach einem Kampf vertrieb der Krokodilgott Horus und begann den Ort selbst zu regieren. Doch ohne Horus wurde die Region von vielen Übeln geplagt. Sobek versöhnte sich mit Horus und beide begannen sich um die Region zu kümmern und die Anbetung der Menschen im Tempel von Komombo zu teilen. Heute können wir den Tempel und sein Museum besichtigen, in dem Dutzende von mumifizierten Krokodilen ausgestellt sind. An einigen Orten in Ägypten gab es große Becken, in denen Krokodile gezüchtet und gezähmt wurden. Diese Tiere wurden als die Verkörperung von Sobek verehrt. Einige von ihnen waren fast gefügig, so dass die Ägypter sie mit Schmuck und Ornamenten schmücken konnten. Auf diese Weise fühlten sie sich Sobek, dem Krokodilgott, näher. Bastet ist die Katzengöttin der ägyptischen Mythologie. Sie wird als Wesen mit dem Körper einer Frau und dem Kopf einer Katze dargestellt. Katzen waren verehrte Tiere und galten bei den Ägyptern als heilig. Katzen spielten in der ägyptischen Welt eine wichtige Rolle, denn die Tiere schützten die Lebensmittel der Menschen vor Nagetierbefall. Und Katzen verscheuchten auch gefährliche, giftige Schlangen. Bastet ist eine Göttin, die mit der Sonne verbunden ist. Daher folgte die Göttin tagsüber Ra auf seinen Reisen über den Himmel in seinem Sonnenboot. In der Nacht nahm die Göttin die Gestalt einer ausgewachsenen Katze an. Und sie beschützte die Welt vor der schrecklichen Schlange Apophis. Die Göttin wurde in ganz Ägypten verehrt. Eine Katze zu verletzen war ein schreckliches Sakrileg. Derjenige, der eine solche Gewalttat beging, konnte zum Tode verurteilt werden. Katzen galten als Familienmitglieder. Einigen Berichten zufolge kamen die Katzen bei einem Hausbrand in die brennende Behausung, um den Bewohnern bei der Flucht zu helfen. Manchmal schienen diese Katzen in den Flammen zu sterben, doch dank der Göttin Bastet erwachten sie wieder zum Leben, was die Volksweisheit von den neuen Leben der Katze bekräftigte. Da Katzen heilige Tiere waren, wurden sie mumifiziert. In Ägypten gibt es Friedhöfe, die diesen Mumien gewidmet sind. Einigen Versionen zufolge ist die Göttin Bastet mit Sekhmet, der Löwengöttin, verbunden. Letztere war gewalttätig und blutrünstig, wurde aber besänftigt und zu einer sanften, milchtrinkenden Katzengöttin. In anderen Versionen sind Bastet und Sekhmet Schwestern und Töchter von Ra. Auch nach dem Ende des ägyptischen Götterkults blicken die Katzen weiterhin auf die Menschen herab und hoffen, dass ihre Göttlichkeit wieder anerkannt wird. Seth war einer der berühmtesten Götter der ägyptischen Mythologie. Er war der Sohn der Götter Geb und Nut, des Himmels und der Erde, und der Bruder von Osiris, Isis und Nephthys. Wie die meisten ägyptischen Götter wurde auch Seth als Mensch mit einem Tierkopf dargestellt. Doch bis heute ist umstritten, um welches Tier es sich handelte. Manche sagen, er sei ein Hybridtier gewesen, eine Mischung aus Schwein und Esel, ein Tier, das einem Ameisenbär ähnelt. Aber es gibt keine einheitliche Meinung. Der Gott verkörperte Gewalt und Zerstörung und galt auch als Blender. Seth war der Herr der Wüsten und des unfruchtbaren Landes, während sein Bruder Osiris als Gott der Fruchtbarkeit verehrt wurde. Der Gott Seth war mit Nephthys verheiratet. Und da Seth der Gott der Unfruchtbarkeit war, hatte er nach einigen Überlieferungen zufolge keine Nachkommen. Seth war sehr eifersüchtig auf seinen Bruder und schmiedete einen Plan, um ihm den Thron zu entreißen. Der Gott der Zerstörung ermordete seinen Bruder und raubte ihm den Thron. Doch Osiris hatte einen Nachkommen namens Horus, den Falkengott. Dieser wollte den Tod seines Vaters rächen und dem Usurpator den Thron abnehmen. Der Kampf zwischen Horus und Seth ist eine der berühmtesten Geschichten der ägyptischen Mythologie. Lange Zeit kämpften die Götter untereinander, doch Horus ging als Sieger hervor. Die Götter erkannten die enorme Macht von Seth, die nicht vergeudet werden sollte. Deshalb sollte Seth mit Ra, dem Sonnengott, segeln und ihn vor der schrecklichen Schlange Apophis schützen. Als Apophis erschien, um Ras Boot anzugreifen, war Seth bereit, die Welt vor der ewigen Nacht zu schützen. Einigen Gelehrten zufolge galt Seth in der Frühzeit der ägyptischen Zivilisation
als einer der Hauptgötter Oberägyptens, im Gegensatz zu Horus, der in Unterägypten verehrt wurde. Doch nach der Vereinigung Ägyptens verlor Seth, der mit den semitischen Eindringlingen aus dem Norden in Verbindung gebracht wurde, viel von seinem Ansehen. Der Sieg von Horus' Anhängern über die Hyksos, die Seth verehrten, symbolisierte den Sieg der Kräfte, die vor Ordnung stehen, über die Vertreter von Chaos und Zerstörung. Seth wurde für die Zerstörung der Ernten, Hunger und Durst, sengende Hitze und große Dürren verantwortlich gemacht. Der Tag, an dem Seth geboren wurde, galt als Unglückstag, an dem neue Projekte und Unternehmungen vermieden werden sollten. Obwohl er besiegt und abgelehnt wurde, ist die große Macht und der Einfluss von Seth in der ägyptischen Religion unbestreitbar. Isis ist die wichtigste Göttin der ägyptischen Mythologie. Sie verkörpert die treue Ehefrau und liebende Mutter. Die Göttin war die Tochter von Geb und Nut und sie war mit Osiris verheiratet. Ihr Kult verbreitete sich über Ägypten hinaus und erlangte starken Einfluss in der griechisch-römischen Welt. Da sie als treue Ehefrau galt, wurde sie in Griechenland manchmal mit der Göttin Hera und in Rom mit Juno gleichgesetzt. Die Göttin beherrschte die Magie und war in der Lage, den Gott Ra zu täuschen, indem sie dem Sonnengott die Geheimnisse der Gesetze entlockte, den Leben und Tod regeln. Einigen Überlieferungen zufolge war sie die mächtigste unter den Göttinnen. Nach der Ermordung ihres Mannes durch Seth durchwanderte Isis Ägypten auf der Suche nach dem Leichnam von Osiris. Einigen Überlieferungen zufolge ließ die Göttin die Nilfluten aus den Tränen ihres Mannes entstehen. Nachdem sie den Leichnam von Osiris gefunden hatte, ließ sie ihn wieder auferstehen, vereinigte sich mit ihm und gebar den Gott Horus. Osiris verließ die Welt, um in der Unterwelt zu herrschen. Und die Göttin beschloss, sich dem Schutz ihres Sohnes Horus zu widmen, nachdem sie ohne ihren Mann zurückgeblieben war. Mit Hilfe von Magie stellte Isis das Auge von Horus wieder her, das er in einem Kampf gegen Seth verloren hatte. Die ägyptische Göttin war die Beschützerin der Toten und mit ihrem Segen brachte sie die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt zurück. Zu Ehren der Göttin wurden in ganz Ägypten mehrere Tempel errichtet, in denen sie verehrt wurde. Kleopatra, die Königin von Ägypten, nutzte den Ruf der Göttin und erklärte sich zur neuen Isis. Doch wie sich herausstellte, war die Göttin Isis nicht sehr kooperativ mit Kleopatra. Kleopatra verlor nicht nur ihren Thron, sondern beendete auch die Herrschaft der ptolemäischen Dynastie über Ägypten. Trotz des Niedergangs des ägyptischen Götterkults ist die Göttin Isis weiterhin eine Quelle der Inspiration und Bewunderung für alle Liebhaber der Mythologie. Thoth ist der Gott der Weisheit in der ägyptischen Mythologie. Er wird als anthropomorphe Figur dargestellt, mit dem Kopf eines Ibis, einem Vogel aus der Familie der Pelikane. Er wurde jedoch auch als Pavian dargestellt, ein weiteres Tier, das dem Gott geweiht war. Thoth ist der Sohn der Göttin Hathor. Sie hatte, verkleidet als die Göttin Isis, intime Beziehungen mit Osiris. Aus dieser Verbindung wurde Thoth geboren. Andere Versionen besagen jedoch, dass er der Sohn von Seth ist. Thoth wurde die Erfindung der Schrift zugeschrieben. Er war es, der die Ägypter lehrte, die verschiedensten Aufzeichnungen mit Hieroglyphen zu erstellen. Der Gott war auch für das Schreiben von Gesetzen verantwortlich und lehrte die Sterblichen die Wissenschaft der Buchführung. Thoth ist der Schutzgott der Schriftgelehrten. Thoth wurde in Ägypten so sehr verehrt, dass er als Gott der Weisheit, der Astronomie, der Magie und der Medizin galt, neben den anderen Wissenschaften, deren Schutzpatron er ist. Der Gott Thoth galt als gütige, gerechte und versöhnliche Gestalt, aber er war auch unerbittlich gegenüber den Feinden der Wahrheit. Der Gott hatte als Partnerin Maat, die Göttin der Gerechtigkeit und Wahrheit. Aus dieser Beziehung ging Seshat hervor, eine Tochter, die auch die Göttin der Weisheit war. In anderen Versionen ist Seshat die Frau von Thoth. Oft wurde Thoth mit einer Scheibe auf dem Kopf dargestellt. Diese Scheibe stellt den Mond dar und macht ihn zu einem Mondgott. Die alten Ägypter nutzten die Zyklen des Mondes, um die Zeit zu messen
Daher ist der Gott auch mit der Zeit verbunden. Und er war für die Erstellung der ägyptischen Kalender verantwortlich. Die wichtigste Stadt, in der der Gott der Weisheit verehrt wurde, war Kemenu. Dort wurde er während der griechischen Herrschaft in Ägypten auch als Hermopolis bekannt. Diese Stadt besaß die größte und beste Bibliothek im alten Ägypten. Der tausendjährige ägyptische Gott der Weisheit erhält auch heute noch den Weg derer, die Wissen und Wahrheit suchen. Der Skorpion, eines der am meisten gefürchteten Tiere des alten Ägyptens, hat in dieser uralten Kultur eine vielschichtige Symbolik. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass es eine Gottheit gibt, die eng mit diesem Tier verbunden ist. Serket ist der Name dieser Göttin. Sie ist eine der ältesten Göttinnen Ägyptens und wurde als eine Mischung aus einer Frau und einem Skorpion dargestellt. Serket ist eine Gottheit, die mit Heilung, Magie und Gift in Verbindung gebracht wird. Die Ägypter beteten und brachten Opfer dar, um Serket zu bitten, sie vor Schlangen- und Skorpionangriffen zu schützen, aber auch als Beschützerin zu fungieren. Die Göttin konnte auch Sünder bestrafen, indem sie ihre giftigen Tiere auf sie losließ. Es war Serkets Aufgabe, die Seelen verstorbener Pharaonen zu beherbergen und sie in die Unterwelt zu geleiten. Sie half auch bei der Wiedergeburt der Pharaonen und hauchte ihnen in ihrem neuen sterblichen Körper Leben ein. Ihre Rolle als Beschützerin galt auch für die Welt der Lebenden. Serket wurde angerufen, um Arbeiter zu schützen, vor allem solche, die in Gefahr waren, wie Ärzte, die mit Giften und Toxinen zu tun hatten, oder Arbeiter, die mit gefährlichen Tieren zu tun hatten. Ihre Assoziation mit Giften und ihre Fähigkeit, Menschen zu heilen, die von Skorpionen oder Schlangen gestochen wurden, brachten sie stark mit der Medizin in Verbindung. Serket-Amulette waren weit verbreitet und dienten dem Schutz vor giftigen Bissen und Stichen. Oft wurde sie in Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln verwendet, um Vergiftungen zu heilen oder vor ihnen zu schützen. Serket-Gemälde wurden regelmäßig in den Mumifizierungshallen und in den Sarkophagen der Adligen gefunden. Sie ist vielleicht nicht so bekannt wie andere ägyptische Gottheiten wie Isis oder Osiris, aber ihre Präsenz und Bedeutung sind im Kontext des alten Ägypten deutlich erkennbar. Als Wächterin und Beschützerin hatte Serket eine wichtige Funktion beim Schutz der Lebenden und der Toten. Osiris ist eine der am meisten verehrten Gottheiten des ägyptischen Pantheons. Er verkörpert die Essenz von Ordnung, Moral und Zivilisation. Er ist ein Gott, der über den Tod triumphiert hat und der Herr des Jenseits wurde. Das heutige Video führt uns durch die Geschichte dieses berühmten Gottes und seine fesselnde Geschichte. Osiris wird normalerweise als Sohn von Geb, dem Gott der Erde, und Nut, der Göttin des Himmels, angesehen. Durch diese Abstammung nimmt Osiris in der göttlichen Hierarchie eine außerordentlich mächtige und angesehene Stellung ein. Zu seinen Geschwistern gehören Isis, Set und Nephthys. Seit Anbeginn der Zeit wird Osiris mit Ordnung, Rechtschaffenheit und Wohlwollen in Verbindung gebracht. Die Dualität zwischen Osiris und Set spiegelt den ägyptischen Glauben an die Notwendigkeit des Ausgleichs gegensätzlicher Kräfte wider. Osiris wurde als Bewahrer von Harmonie und Stabilität im Universum angesehen. Er wird oft als gerechter und weiser König beschrieben, der Ägypten regierte, bevor er der Gott der Unterwelt wurde. Der Gott unterwies die Ägypter in der Landwirtschaft, den Gesetzen und der Anbetung der Götter und legte damit den Grundstein für die ägyptische Gesellschaft und Kultur. Diese Prinzipien waren der Schlüssel für den Wandel Ägyptens von einer nomadischen und chaotischen Zivilisation zu einer fortschrittlichen und organisierten Zivilisation. Obwohl sie Geschwister waren, wurden Osiris und Isis zu Mann und Frau, was bei den Göttern verschiedener Mythologien üblich war und die Vereinigung sich ergänzender Kräfte symbolisierte. Ihre Ehe galt als ideales Modell, das sich durch tiefe Liebe, gegenseitige Unterstützung und unerschütterliche Treue auszeichnete. Die Beziehung zwischen Osiris und Isis geht über ihre mythologische Erzählung hinaus und hat eine tiefe religiöse und spirituelle Dimension. Sie werden oft als Verkörperung von ehelicher Treue, ewiger Liebe und Erneuerung gesehen. Vor allem der Isis-Kult betonte diese Aspekte und führte dazu, dass sie eine der am meisten verehrten Göttinnen im alten Ägypten war.
Die Geschichte von Osiris Tod und Auferstehung gehört zu den bedeutendsten und kraftvollsten Mythen der ägyptischen Mythologie und beinhaltet Themen wie Verrat, Rache, Liebe und den ewigen Kampf zwischen Ordnung und Chaos. Set war zutiefst neidisch auf Osiris' Position und Macht als Herrscher Ägyptens. Von Eifersucht und Ehrgeiz getrieben, schmiedete er einen Plan, um Osiris zu vernichten. Er veranstaltete ein Fest und präsentierte einen wunderschönen Sarg, den er demjenigen geben wollte, der perfekt in ihn hereinpassen würde. Als Osiris, ohne etwas zu ahnen, in den Sarg stieg, verschlossen Set und seine Verschwörer ihn sofort und versenkten den Sarkophag im Nil. Osiris' Frau und Schwester Isis, traurig und entschlossen, unternahm eine lange Reise, um den Leichnam ihres Mannes zu finden. Ihre Suche führte sie in viele Teile Ägyptens und schließlich fand sie ihn. Als sie erfuhr, dass Osiris' Leiche geborgen worden war, geriet Set in Rage, zerstückelte Osiris' Leichnam und verstreute seine Teile über ganz Ägypten. Zusammen mit Anubis, dem Gott der Mumifizierung, gelang es ihnen, den Leichnam zusammenzusetzen und einzubalsamieren, sodass die erste Mumie entstand. Mit Hilfe von Magie und Zaubersprüchen gelang es Isis, Osiris kurzzeitig wiederzubeleben. Während dieser kurzen Zeit zeugten Osiris und Isis ihren Sohn Horus. Nach seiner Zeugung wurde Osiris in die Unterwelt zurückgeschickt, wo er König und oberster Richter wurde und eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Seelen spielte. Nach seiner Auferstehung symbolisierte Osiris die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod und versprach ewige Erneuerung und Wiederbelebung für diejenigen, die es wert waren. Isis spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der Wiederauferstehung von Osiris, sondern auch beim Schutz ihres Sohns Horus, den sie heimlich aufzog, um ihn vor Sets Zorn zu schützen. Sie wird oft als die ideale Mutter und Beschützerin dargestellt, ein Vorbild für ägyptische Königinnen und Mütter. Als Herrscher von Duat sorgte Osiris für Ordnung und Harmonie in der Unterwelt. Er galt als guter König, der die rechtschaffenden Seelen beschützte und dafür sorgte, dass sie die Freuden des Aru, auch bekannt als Schliffeld, genießen konnten. Unter seiner Herrschaft spiegelte die Unterwelt die Welt der Lebenden wider, mit Feldern zum Bestellen und Flüssen zum Befahren. Doch bevor die Seele des Menschen diese Gabe erhielt, wurde sie in der Halle der Maat vor Gericht gestellt. Osiris leitete die Verhandlung, unterstützt von 42 göttlichen Richtern, die die 42 Nomos oder Bezirke Ägyptens repräsentierten. Die verstorbene Seele musste ihre Unschuld an einer Reihe von Sünden beteuern und ihr Herz in der Waage der Maat gegen die Strafe der Wahrheit und Gerechtigkeit abwägen lassen. Wenn das Herz leicht war, wurde die Seele als rechtschaffen und würdig erachtet, in Aru, das ägyptische Paradies, einzugehen. Wenn nicht, wurde das Herz zu Amit geworfen, einer dunklen Kreatur, die es verzehren sollte. Die Mumifizierung war ein wichtiger Bestandteil der ägyptischen Bestattungsrituale und wurde stark von den Osiris-Mythen beeinflusst. Der Mumifizierungsprozess wurde als Nachahmung des Zustands von Osiris gesehen, in der Hoffnung, dass der Verstorbene wie er zum Leben erweckt werden und das Leben nach dem Tod erneut leben kann. Ägyptische Begräbnisrituale und Texte, wie das Buch der Toten, sind voll von Osiris-Bezügen. Sie enthalten Formeln und Beschwörungsformeln, die den Toten helfen sollen, Hindernisse zu überwinden und die Gegenwart von Osiris zu erreichen. Osiris, der Gott des Jenseits, hat nicht nur die religiösen Praktiken, sondern auch die Kultur und Weltanschauung der alten Ägypter tiefgreifend geprägt. Seine Rolle als Richter und Wächter der Toten hat die ägyptischen Vorstellungen von Moral, Gerechtigkeit und Ewigkeit grundlegend geprägt. Osiris wird in künstlerischen Darstellungen oft als Mumie dargestellt, die seinen Tod und seine Auferstehung symbolisiert. Er trägt die Symbole der königlichen Macht, den Stab und die Geißel und hat oft grüne oder schwarze Haut, die Fruchtbarkeit und Regeneration symbolisiert. Der Tod und die Wiederauferstehung von Osiris sind untrennbar mit dem landwirtschaftlichen Zyklus Ägyptens verbunden, insbesondere mit der jährlichen Überschwemmung des Nils, die dem Land Fruchtbarkeit und Leben bringen. Dieser Zyklus von Tod und Erneuerungen der Natur untermauerte den Glauben an die Regenerationsfähigkeit von Osiris. Der Osiris-Kult hatte seine Wurzeln in der prädynastischen Ära Ägyptens und gewann im Alten Reich zunehmend an Bedeutung, die er bis in die griechisch-römische Zeit beibehielt. Osiris wurde in ganz Ägypten verehrt, mit Kultstätten in Orten wie Abydos und Busiris, wo ihm zum Ehren große Tempel gebaut wurden. Der Osiris-Kult beinhaltete eine Reihe von Ritualen und Praktiken. Zu den Zeremonien gehörten Opfergaben, Gebete und Lieder, um ihn zu ehren und seinen Segen und Schutz im Jenseits zu erbitten. Das Koyak-Fest war eines der wichtigsten religiösen Feste zu Ehren von Osiris. Bei diesem Fest, das jährlich in Abydos stattfand, wurde der Tod und die Auferstehung von Osiris gefeiert.
Dramatische Prozessionen und Rituale während des Festes stellten die Suche von Isis nach dem Körper von Osiris, ihre Trauer und die letztendliche Auferstehung des Gottes dar. Diese Feiern waren nicht nur ein Akt der Anbetung, sondern auch Ausdruck des Glaubens an das ewige Leben und die zyklische Erneuerung. Die Beziehung zwischen Osiris und der altägyptischen Monarchie war der Schlüssel zum ägyptischen Verständnis von Regierung und Königtum. Osiris wurde als Prototyp des idealen Pharaos angesehen. Diese Verbindung zwischen dem Gott und dem Königtum führte dazu, dass die Pharaonen nach den Eigenschaften von Osiris strebten, darunter Weisheit, Fairness und die Fähigkeit, Ordnung und Harmonie aufrechtzuerhalten. Die Verbindung mit Osiris war entscheidend für die Legitimität des Pharaos. So wie Osiris Ägypten auf der Erde und dann in der Unterwelt regierte, war der Pharao sein Stellvertreter auf der Erde und regierte mit göttlicher Autorität. Dies wurde in Krönungszeremonien und religiösen Ritualen bekräftigt, bei denen der Pharao häufig dargestellt wurde, wie er Osiris Opfer darbringt oder von ihm gesegnet wird. Nach dem Tod wurden die Pharaonen direkt mit Osiris identifiziert. Dieser Glaube war so stark, dass die Mumifizierungsrituale und Bestattungsvorgänge den toten Pharao in den Gott Osiris selbst verwandeln sollten. Das Grab des Pharaos wurde als sein Osireon angesehen, ein heiliger Ort, an dem er als Osiris in der Unterwelt wiedergeboren wurde. Die magischen Formeln und Texte, die auf den Sarkophagen und Pyramidenwänden eingemeißelt waren, beschworen oft Osiris und versuchten, dem toten Pharao die gleiche Auferstehung und das ewige Leben zu gewähren, das Osiris erreicht hatte. Der Osiris-Mythos hatte auch Auswirkungen auf das Konzept der dynastischen Kontinuität. So wie auf Osiris seinen Sohn Horus folgte, wurde der Pharao oft als Verkörperung von Horus auf Erden gesehen, der die göttliche Blutlinie fortsetzte. Dieser Nachfolgezyklus vom verstorbenen Pharao Osiris zum regierenden Pharao Horus verkörperte die Kontinuität und Stabilität des ägyptischen Staates. Osiris, von seinen göttlichen Wurzeln bis hin zu seiner entscheidenden Rolle als Gott des Jenseits, repräsentierte verschiedene Werte und Überzeugungen, die tief in der ägyptischen Gesellschaft verwurzelt waren. Der Gott hinterließ seine Spuren und prägte die geistige, soziale und politische Dimension des alten Ägyptens. Dadurch wurde er nicht nur zu einer mythologischen Figur wie viele andere, sondern zu einem Eckpfeiler, der die altägyptische Welt aufrechterhielt und beleuchtete. Im ägyptischen Pantheon ist Hapi eine der ältesten Gottheiten. Während viele ägyptische Götter und Göttinnen eine ausgeprägte menschliche Gestalt haben oder zoomorphe Darstellungen sind, wurde Hapi oft anders dargestellt. Als Mann mit hängenden Brüsten und einem schlaffen Bauch, oft mit grüner oder blauer Haut. Diese Attribute unterstreichen seine Assoziation mit Fruchtbarkeit und Überfluss. Häufig wird er auch mit Opfergaben oder Wohlstandssymbolen und Wasserpflanzen in der Hand dargestellt. In allen ägyptischen Regionen wurde Hapi verehrt und seine Rolle war so bedeutend, dass er oft über dem Sonnengott Ra verehrt wurde. Er wurde auch als Vater der Götter bezeichnet. Und obwohl er als männliche Gottheit dargestellt wurde, besaß er die Fähigkeit zum Stillen. Die jährliche Überschwemmung des Nils wurde im alten Ägypten als ein äußerst wichtiges Ereignis angesehen. Sie brachte fruchtbare und mineralreiche Sedimente mit sich, die das Ackerland erneuerten und für reiche Ernten sorgten. Hapi wurde als Personifizierung dieser gütigen Flut verehrt. Die Ägypter hielten ihm zu Ehren Feste ab, um ihre Dankbarkeit für das Wasser und die damit verbundene Fruchtbarkeit auszudrücken. Solche Feste dienten auch dazu, Hapi zu besänftigen und sicherzustellen, dass er Ägypten weiterhin mit guten Fluten segnete. Hapi spielte auch eine symbolische Rolle bei der Vereinigung von Ober- und Unterägypten. Er wurde oft als Hapi, Vereiniger der beiden Königreiche, bezeichnet. Dies geht aus seinen Darstellungen hervor, die ihm beim Binden des Papyrus und des Lotus zeigen, den Symbolen für Ober- und Unterägypten. Der Nil war für die alten Ägypter die Quelle des Lebens. Und Hapi, der Gott der Nilflut, wurde zu einer der meisten verehrten und wichtigsten Gottheiten. Durch die Verehrung von Hapi brachten die Ägypter ihre Dankbarkeit, ihre Sehnsucht nach Wohlstand und ihr Verständnis dafür zum Ausdruck, wie wichtig das Wasser des Nils für ihre großartige Zivilisation war. Hathor ist in der ägyptischen Mythologie die Göttin der Fruchtbarkeit und Schönheit. Sie ist die Tochter von Ra, dem Sonnengott, und damit eine der wichtigsten ägyptischen Gottheiten.
Die Göttin wird in der ägyptischen Kunst auf ungewöhnliche Weise dargestellt. Sie wird oft als heilige Kuh dargestellt, aber auch als gekrönte Frau mit Hörnern und einer Sonnenscheibe zwischen den Hörnern. Einigen Versionen zufolge wurde Hathor als Gefährtin von Horus angesehen. Die Göttin wurde in fast allen Teilen der ägyptischen Welt verehrt, so dass ihre Rolle als Gottheit sehr unterschiedlich sein konnte. Wie bereits erwähnt, wurde Hathor als Göttin der Fruchtbarkeit verehrt. Die Ägypter glaubten, dass die Pharaonen bei ihrer Geburt von der Göttin gestillt wurden und dass dies die göttliche Natur der Herrscher verstärkte. Aus diesem Grund wurden die Pharaonen oft als Kinder der Hathor bezeichnet. Einige Versionen besagen, dass die beiden Söhne des obersten Gottes am Anfang der Welt verschwunden waren. Hathor, auch bekannt als das rechte Auge des Ra, hatte die Aufgabe, sie zu finden. Als sie mit den Kindern des Gottes zurückkehrte, bemerkte die Gottheit, dass der Gott ein neues rechtes Auge bekommen hatte. Die bittere Göttin weinte und aus ihren Tränen entstanden Menschen. Aus diesem Grund wurde sie auch als die universelle Mutter bezeichnet. Da die Göttin eine mütterliche Rolle spielte, wurde sie als Geburtshelferin angerufen. Die Göttin hatte nicht nur mit Geburten zu tun, sondern wurde auch mit dem Tod in Verbindung gebracht. Hathor empfing diejenigen, die gerade die Unterwelt erreicht hatten, und versorgte die Neuankömmlinge mit Essen und Trinken. Der Papyrus, der mit der Kuh verbunden ist, ist die Pflanze, die der Göttin geweiht ist, da er einer der Lieblingsspeisen der Kühe war, die an den Ufern des Nils weideten. Der Dendera-Tempel war das wichtigste Heiligtum, das der Göttin gewidmet war. Die Kranken suchten dort Heilung, denn Hathor war auch eine Göttin, die mit der Heilung verbunden war. Die Göttin war auch als die Schöne bekannt und wurde daher als Gottheit der Schönheit und Freude angesehen. Die Feste ihr zu Ehren waren mit fröhlichen Tänzen gespickt. Aufgrund ihrer Fröhlichkeit galt Hathor als die Göttin des Tanzes. Der Kult der Hathor verlor an Bedeutung, als die Isis-Verehrung zunahm. Selbst im Schatten der Isis verbreitete sich der Kult der Kuhgöttin weit über die ägyptischen Grenzen hinaus. Während der Zeit der griechischen und römischen Herrschaft über Ägypten wurde die ägyptische Schönheitsgöttin aufgrund des religiösen Synkretismus von den Griechen mit Aphrodite und von den Römern mit Venus gleichgesetzt. So wurde Hathor zu einer der wichtigsten Gottheiten der ägyptischen Mythologie. Imhotep war eine bemerkenswerte altägyptische Persönlichkeit, die sich als visionärer Architekt, berühmter Arzt und weiser königlicher Berater hervortrat. Geboren in Aktowe, in der Nähe von Memphis, zeigte Imhotep schon in seiner Jugend einen messerscharfen Verstand und eine unstillbare Neugierde. Khnefer, Imhoteps Vater, war ein hoch angesehener Architekt, der das außergewöhnliche Talent seines Sohnes früh erkannte und ihn in das Bauhandwerk einführte. Imhoteps Genialität erregte schnell die Aufmerksamkeit von Pharao Djoser, der ihn als seinen königlichen Berater rekrutierte. Imhotep nahm bescheiden an und zeichnete sich bald nicht nur als Architekt, sondern auch als Arzt und Priester aus. Sein Vermächtnis begann in den Kalksteinen der Nekropole von Saqqara Gestalt anzunehmen, wo er die Traditionen herausforderte, indem er die Pyramiden des Djoser mit Stufen und Galerien entwarf. Ein majestätisches Bauwerk, das sich vom Horizont abhob. Imhotep war auch für seine medizinischen Fähigkeiten bekannt und die Tempelkorridore waren voll von Erzählungen über seine wundersamen Heilungen. Seine Verbindung mit der Heilgottheit Sekhmet verlieh seinen Behandlungen eine göttliche Aura. Die Menschen begannen, ihn nicht nur als brillanten Architekten zu sehen, sondern auch als ein Wesen, das mit himmlischen Weisheiten begabt war. Imhoteps Leben war von Geheimnissen und Aberglauben durchdrungen. Man sagte, dass er die Gabe habe, Träume zu deuten, eine Fähigkeit, die der Pharao sehr schätzte. Seine medizinischen und architektonischen Schriften galten als heilige Texte und seine Lehren wurden in vielen Bereichen zum Wohle des ägyptischen Volkes eingesetzt. Im Laufe der Zeit wuchs Imhotep zu einer ehrwürdigen Persönlichkeit heran und seine Vergöttlichung war vorprogrammiert. Nach Imhoteps Tod erhoben die ägyptischen Behörden ihn in den Rang einer Gottheit und machten ihn zum Gott der Weisheit und der Medizin. Ihm zu Ehren wurden Tempel gebaut und künftige Generationen sahen in ihm eine Ikone und eine Quelle der Inspiration. Der Name Imhotep hallt durch die Jahrhunderte als Synonym für Intelligenz, Kreativität und Spiritualität nach.
Sein Streben voller Herausforderungen, Erfolge und Geheimnisse inspiriert noch immer diejenigen, die nach der Wahrheit im Studium der Vergangenheit suchen und von ihr lernen. Anhur war ein ägyptischer Kriegs- und Jagdgott, der vor allem im Mittleren Reich verehrt wurde. Er war der Anführer der ägyptischen Armee und der Beschützer der Krieger. Die Pharaonen und ihre Armeen riefen ihn oft an, damit er sie in Schlachten beschützt und begünstigt. Anhur galt auch als Gott des Überlebens, der die Menschen ernähren konnte, da er der Gott der Jagd war. Manchmal wurde er als starker Mann mit einem Speer dargestellt. Aber das bekannteste Bild von ihm ist das eines Mannes mit einem Löwenkopf, der für Stärke und Tapferkeit steht. Anhur war auch dafür verantwortlich, seinen Vater, den Sonnengott Ra, zu beschützen. Anhur stand vor Ras Sonnenbarke und beschützte ihn vor der schrecklichen Schlange Apophis. So kam er zu dem Beinamen Schlechter der Feinde, der später Set verliehen wurde. Anhur war der Gott des Krieges, aber er war nicht immer gewalttätig. Seine Aufgabe war es, die Menschen kreativ zu machen. Bei Festen zu Ehren des Löwengottes wurden Schlachten und Heldentaten inszeniert, um ihn zu ehren. Khonsu war im alten Ägypten der Gott des Mondes und der Zeit. Sein Name, der Reisender bedeutet, leitet sich von der Bewegung des Mondes am Himmel ab. Reisende, vor allem diejenigen, die nachts unterwegs waren, waren sicher, wenn der Gott in der Nähe war. Die Mondsichel war sein Zeichen. Den Pyramidentexten zufolge wurde Khonsu zunächst als Gott mit einer dunklen, gewalttätigen und gefährlichen Seite gesehen. Er war ein blutrünstiger Gott, der dem König half, die anderen Gottheiten zu fangen und zu fressen. Khonsu wurde oft mit der Zeit in Verbindung gebracht und die Menschen hielten ihn für den Gott des Kalenders und der Mondzyklen. Die alten Ägypter glaubten, dass er für die Zyklen von Leben und Tod verantwortlich war und dass er das Universum in Ordnung hielt. In ganz Ägypten, vor allem aber in Theben, wo er einen großen Tempel hatte, wurde der Mondgott verehrt. Zur Zeit von Ramses III. Wurde der Khonsu-Tempel in Karnak errichtet. Dies war einer der wichtigsten und beeindruckendsten Tempel Ägyptens, in dem der Gott und seine Familie verehrt und ihnen Geschenke gemacht wurden. Khonsu war auch als Gott der Heilung bekannt, da er im alten Ägypten an vielen Wundern beteiligt war. Die Menschen glaubten auch, dass der Mondzyklus mit ihrer Fruchtbarkeit und der ihrer Tiere zusammenhing. Tawaret ist eine der faszinierendsten Göttinnen der altägyptischen Mythologie. Sie wird als weibliche Figur mit einem Nilpferdkopf, Löwenbeinen und menschlichen Brüsten sowie einem Krokodilschwanz dargestellt, einige der gefährlichsten Tiere der ägyptischen Fauna. Trotzdem galt Tawaret als Schutz- und Gebärgöttin und wurde oft von Frauen angerufen, die schwanger waren oder Mutter werden wollten. Die Göttin Tawaret war bei den alten Ägyptern sehr beliebt und wurde oft mit Amuletten und Ornamenten dargestellt. Ihr Bild galt als Schutzsymbol gegen Krankheit und Tod, insbesondere während der Geburt. Sie galt auch als Hüterin des Jenseits und half den Verstorbenen, die Gefahren in der Welt der Toten zu überwinden. Nach einigen Versionen der ägyptischen Mythen war Tawaret die Frau von Set, dem Gott der Gewalt und des Chaos. Auch wenn diese Assoziation auf den ersten Blick seltsam erscheinen mag, glaubten die alten Ägypter, dass Tawaret Sets Wut zähmen und zum Wohle der Schutzbedürftigen einsetzen konnte. Tawaret war nicht nur eine Schutzgöttin, sondern galt auch als eine Gottheit, die mit Wasser in Verbindung gebracht wurde. Das Nilpferd, das Tier ihres Kopfes, wurde oft mit den Flüssen und Seen Ägyptens in Verbindung gebracht. In der ägyptischen Mythologie waren die Gewässer ein Ort der Macht und des Geheimnisses, an dem Geister und Gottheiten zu finden waren. Als eine mit den Gewässern verbundene Göttin galt Tawaret als Hüterin dieser Geheimnisse und als Beschützerin der Reisenden, die auf den Flüssen unterwegs waren. Obwohl die Göttin Tawaret eine äußerst wichtige Figur in der altägyptischen Mythologie war, ist nur wenig über ihren Ursprung bekannt. Einige Gelehrte glauben, dass sie ursprünglich eine Göttin aus der Region des Nildeltas war, wo das Nilpferd ein weit verbreitetes Tier war.
Andere weisen darauf hin, dass Tawarit aus anderen Regionen importiert worden sein könnte. Möglicherweise aus Nubien oder Libyen. Unabhängig von den genauen Ursprüngen ist Tawarit eine der faszinierendsten Göttinnen der ägyptischen Mythologie. Und ihr Bild ist immer noch ein Symbol für Schutz und Glück. In der ägyptischen Mythologie ist Horus der Gott des Himmels. Er verkörpert Macht, Schutz und Erneuerung. Als Sohn von Isis, der Göttin der Magie, und Osiris, dem Gott des Jenseits, nimmt Horus einen zentralen Platz in der ägyptischen Mythologie ein. Er wird oft als Mann mit einem Falkenkopf dargestellt, um seine Herrschaft über den Himmel zu symbolisieren. Dieser gekrönte göttliche Vogel steht nicht nur für himmlische Macht und Königtum, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung von Ordnung und Gerechtigkeit im Universum. Der Horus-Mythos umfasst Themen wie Rache, Gerechtigkeit und politische Macht. Indem sie Horus verehrten, drückten die alten Ägypter ihre Sehnsucht nach Stabilität, Ordnung und Kontinuität aus. Alles entscheidende Elemente für eine wohlhabende und stabile Gesellschaft. Die Geburt des Gottes ist das Ergebnis eines des dramatischsten und berühmtesten Mythen des alten Ägyptens. Die Geschichte seines Aufstiegs beginnt damit, dass Osiris von seinem Bruder Set ermordet wurde, der eifersüchtig und ehrgeizig war. Set zerstückelte Osiris Körper und verstreute seine Teile in ganz Ägypten. In ihrer unerbittlichen Verfolgung sammelte Isis die Leichenteile ihres Mannes ein und belebte ihn mithilfe ihrer magischen Kräfte vorübergehend wieder. Während dieser kurzen Zeit des neuen Lebens empfing Isis Horus. Er wurde nicht nur als Gott geboren, sondern auch als Symbol der Hoffnung und Erneuerung für die ägyptische Welt. Seine bloße Existenz wurde als Triumph über den Tod und das Chaos, das Set repräsentierte, angesehen und als Symbol dafür, dass Ordnung und Gerechtigkeit wiederhergestellt werden können. Horus wurde gezeugt, um Set zu bekämpfen, den Tod seines Vaters zu rächen und die Ordnung wiederherzustellen. Dieser Kampf war mehr als eine Konfrontation zwischen zwei Göttern. Es war der ewige Kampf zwischen Ordnung und Chaos, Gut und Böse, Licht und Dunkelheit. Horus, der mit dem Himmel, der Sonne und dem Königtum assoziiert wird, steht für Ordnung, Stabilität und Legitimität. Im Gegensatz dazu symbolisiert Set die zerstörerischen und flüchtigen Kräfte des Universums, das Unerwartete und Zerstörerische. In vielen Versionen dieses Mythos ist der Kampf zwischen ihnen langwierig und brutal, wobei jeder Gott zu verschiedenen Zeiten verliert und gewinnt. Diese Erzählung spiegelt das ägyptische Verständnis wider, dass das Gleichgewicht des Universums ein dynamisches Phänomen ist, bei dem Ordnung und Chaos ständig in Aufruhr sind. Eines der symbolträchtigsten Details dieses Kampfes ist, dass Horus einer seiner Augen verliert, das er später wiedererlangt, was die Vorstellung von Erneuerung und Heilung nach dem Konflikt symbolisiert. Dieses Auge des Horus war im alten Ägypten ein mächtiges Symbol für Schutz und Gesundheit. Der Konflikt endete auf eine ungewöhnliche Weise, als Set ein Salat angeboten wurde, in den Horus seinen göttlichen Samen goss. Diese Demütigung verschaffte Horus eine Position der Überlegenheit gegenüber Set, der nun den Samen der Ordnung in sich trug. Mit dem Triumph von Horus erhielt er vom göttlichen Hof das Recht, die Autorität auszuüben, die zuvor seinem Vater gehörte. Als Verkörperung von Horus galten die Pharaonen als legitime Herrscher Ägyptens, die die Ordnung gegen die Kräfte des Chaos aufrechterhalten sollten. Horus ist eng mit der Gründung des einheitlichen ägyptischen Staates verbunden, einem Prozess, bei dem zwei unterschiedliche Regionen, Oberägypten und Unterägypten, zu einer einzigen politischen und kulturellen Einheit verschmolzen werden. Horus wird traditionell mit Oberägypten in Verbindung gebracht. Auf seinen ikonografischen Darstellungen nach der Vereinigung trägt er jedoch oft eine Doppelkrone. Dies ist eine Verschmelzung der oberägyptischen weißen Krone und der unterägyptischen roten Krone. Die Doppelkrone symbolisiert nicht nur die politische Vereinigung der beiden Regionen, sondern auch Horus' Rolle als Einiger und Bewahrer von Ordnung und Stabilität in ganz Ägypten. Horus' mythische Fehde mit Set wird auch als Allegorie für die Einigung verstanden. In diesem Zusammenhang steht Horus für die Kräfte der Ordnung, Legitimität und Einigung, während Set die Kräfte des Chaos und der Uneinigkeit symbolisiert. Der letztendliche Sieg von Horus über Set wird als Metapher für die Überwindung interner Spaltungen und die Errichtung eines vereinten Staates unter zentraler Führung gesehen. Außerdem wurde Horus als Beschützer der Pharaonen und des Reiches nach der Einigung zu einer noch bedeutenderen Gottheit. Die vereinigten ägyptischen Pharaonen wurden oft als lebende Inkarnation von Horus dargestellt. Dadurch wurde die Vorstellung gestärkt, dass der Pharao der rechtmäßige Herrscher war, der die Einheit und Ordnung im ganzen Reich aufrechterhalten sollte, genau wie Horus es getan hatte.
Die Herrschaft eines Pharaos als Verkörperung von Horus war nicht nur ein politisches Ereignis, sondern auch ein Akt der Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung. Horus wurde in ganz Ägypten verehrt und sein Kult ist einer der frühesten in der altägyptischen Religionsgeschichte. Die Horus-Verehrung durchdrang viele Aspekte des ägyptischen Lebens, von der Politik bis zum Alltag und war tief in der ägyptischen Kultur und Religion verwurzelt. Die dem Horus geweihten Tempel waren Kultstätten und spielten eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen und politischen Leben der Region. Die Architektur dieser Tempel war prächtig, mit massiven Säulen, offenen Höfen und heiligen Schreinen. Die Wände waren mit Reliefs und detaillierten Gravuren verziert, die Horus-bezogene Mythen, Kultrituale und Alltagsszenen illustrierten. Der Horus-Kult beinhaltete viele Rituale und Feste. Eines der wichtigsten war die Feier des Siegs von Horus über Set, der den Triumph der Ordnung über das Chaos symbolisierte. Bei solchen Festen wurden Horus-Statuen in Prozessionen mitgeführt und die Anbeter brachten Opfer und Gebete dar. Zu den weiteren Ritualen gehörten tägliche Opfergaben, Lieder und Gebete sowie Reinigungs- und Erneuerungsrituale. Horus hatte auch eine Rolle im täglichen Leben der Ägypter zu erfüllen. Er diente als Schutz vor Gefahren, zur Heilung von Krankheiten, vor allem bei Kindern, und als Beschützer in Momenten des Übergangs, wie zum Beispiel dem Tod. Ägyptische künstlerische Darstellungen von Horus bringen die Bedeutung und Komplexität dieser Gottheit im ägyptischen Pantheon zum Ausdruck. Die Horus-Ikonografie findet sich in den unterschiedlichsten Kontexten wieder, von grandiosen Skulpturen und Reliefs in Tempeln bis hin zu zierlichen Malereien in Gräbern und Alltagsgegenständen. Die Skulpturen stellen Horus häufig in einer königlichen und imposanten Haltung dar. Statuen von Horus als Falke oder als Mann mit einem Falkenkopf waren weit verbreitet und wurden häufig in Tempeln als Symbol für Schutz und göttliche Macht aufgestellt. Die Größe dieser Skulpturen reicht von kleinen Bronzefiguren bis hin zu großen Steinstatuen. In den Tempeln, die Horus gewidmet sind, vor allem in Edfu, zeigen Wandreliefs mythologische Szenen, in denen Horus eine Rolle spielt. Seinen Kampf gegen Set, seine Verbindung mit dem Pharao und seine Rolle bei der Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung. Diese Reliefs sind reich an Details und symbolischen Erzählungen. Horus wurde in den Gräbern oft als Beschützer der Toten dargestellt. Man sieht ihn, wie er die Verstorbenen ins Jenseits führt oder sie vor bösen Geistern beschützt. Diese Bilder unterstreichen den Glauben an die Fürsprache und an die schützende Rolle von Horus im Jenseits. Der Gott erschien auch in einer Reihe von Artefakten, wie Amuletten, Schmuck und Alltagsgegenständen. Vor allem das Auge des Horus, ein Symbol für Schutz, Gesundheit und Wiederherstellung, war ein häufiges Bild auf Amuletten und Gemälden. Als eine der ikonischsten Gottheiten der ägyptischen Mythologie nimmt Horus sowohl in der Religion als auch in der Kultur des alten Ägyptens einen herausragenden Platz ein. Seine künstlerischen Darstellungen, von majestätischen Skulpturen in Tempeln bis hin zu filigranen Malereien in Gräbern, verdeutlichen die Verehrung und Bedeutung, die ihm seit Jahrtausenden entgegengebracht wird. Apophis, auch bekannt als Apep, ist eine Riesenschlange in der ägyptischen Mythologie. Diese gewaltige Schlange ist ein Vertreter des Chaos und ein Feind von Ra, der Sonnengottheit. Die Schlange verkörpert das Böse und das Chaos. Apophis lebte in der Duat, der ägyptischen Unterwelt, einem Ort, an dem er sich versteckte, um dem Sonnengott auf seinem nächtlichen Weg durch die Unterwelt aufzulauern. Die Riesenschlange war in der Lage, Erdbeben zu verursachen, während sie sich in der Tiefe bewegte. Immer wenn Ra seine Reise durch die Unterwelt beenden wollte, wurde er von Apophis angegriffen. Apophis' größter Wunsch war es, das Sonnenschiff des Ra zu zerstören und die Welt in Dunkelheit zu stürzen. Bei einigen Gelegenheiten gelang es Apophis, das Schiff des Ra zu verschlucken, aber er konnte es nicht in seinem Bauch behalten. Die Zeit, in der die Sonne von Apophis verschluckt wurde, war der Ursprung der Sonnenfinsternis. Ra wurde in seinem täglichen Kampf gegen die kolossale Schlange von anderen Gottheiten unterstützt. Der Gott Seth stand neben der Sonnengottheit in seinem Boot. Er positionierte sich am Bug, bereit für den unausweichlichen Angriff der Schlange. Als die Kreatur auftauchte, um sie anzugreifen, verstümmelte Seth Apophis mit einem Speer. Immer wenn Apophis verwundet worden war, färbte sich der Himmel rot. Auch Bastet, die katzenköpfige Göttin, half Ra. Katzen sind dafür bekannt, dass sie Schlangen jagen und verscheuchen. In Anbetracht seiner bösartigen Natur wurde Apophis von den alten Ägyptern abgelehnt und ihm zu Ehren wurde kein Tempel errichtet. Dennoch gibt es Berichte über die Existenz einiger Sekten, die diese Kreatur verehrten. Diese galten als unmoralisch und korrupt.
Die Ägypter veranstalteten Rituale und beteten für den Sieg von Ra über Apophis. Und die Geburt eines neuen Tages bedeutete, dass der Sonnengott wieder siegreich hervorgegangen war. Es gab ein Priesterbuch, das die Rituale und Praktiken enthielt, die zur Bekämpfung von Apophis erforderlich waren. Jährlich wurde ein Ritual abgehalten, um das Chaos zu vertreiben. Dabei wurde ein Bildnis von Apophis verbrannt, während die Gläubigen für ein weiteres triumphales Jahr des Ra beteten. In einigen Berichten heißt es, Ra habe Apophis besiegt und die Schlange gefangen genommen, um die kosmische Ordnung zu schützen. Andere wiederum behaupten, dass der Kampf zwischen Ra und Apophis ewig andauern wird. Der Skorpion, eines der am meisten gefürchteten Tiere des alten Ägyptens, hat in dieser uralten Kultur eine vielschichtige Symbolik. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass es eine Gottheit gibt, die eng mit diesem Tier verbunden ist. Serket ist der Name dieser Göttin. Sie ist eine der ältesten Göttinnen Ägyptens und wurde als eine Mischung aus einer Frau und einem Skorpion dargestellt. Serket ist eine Gottheit, die mit Heilung, Magie und Gift in Verbindung gebracht wird. Die Ägypter beteten und brachten Opfer dar, um Serket zu bitten, sie vor Schlangen- und Skorpionangriffen zu schützen, aber auch als Beschützerin zu fungieren. Die Göttin konnte auch Sünder bestrafen, indem sie ihre giftigen Tiere auf sie losließ. Es war Serkets Aufgabe, die Seelen verstorbener Pharaonen zu beherbergen und sie in die Unterwelt zu geleiten. Sie half auch bei der Wiedergeburt der Pharaonen und hauchte ihnen in ihrem neuen sterblichen Körper Leben ein. Ihre Rolle als Beschützerin galt auch für die Welt der Lebenden. Serket wurde angerufen, um Arbeiter zu schützen, vor allem solche, die in Gefahr waren, wie Ärzte, die mit Giften und Toxinen zu tun hatten, oder Arbeiter, die mit gefährlichen Tieren zu tun hatten. Ihre Assoziation mit Giften und ihre Fähigkeit, Menschen zu heilen, die von Skorpionen oder Schlangen gestochen wurden, brachten sie stark mit der Medizin in Verbindung. Serket-Amulette waren weit verbreitet und dienten dem Schutz vor giftigen Bissen und Stichen. Oft wurde sie in Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln verwendet, um Vergiftungen zu heilen oder vor ihnen zu schützen. Serket-Gemälde wurden regelmäßig in den Mumifizierungshallen und in den Sarkophagen der Adligen gefunden. Sie ist vielleicht nicht so bekannt wie andere ägyptische Gottheiten wie Isis oder Osiris, aber ihre Präsenz und Bedeutung sind im Kontext des alten Ägypten deutlich erkennbar. Als Wächterin und Beschützerin hatte Serket eine wichtige Funktion beim Schutz der Lebenden und der Toten. Ra ist der Sonnengott in der ägyptischen Mythologie. Dieser Gott wird gewöhnlich als ein Wesen mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Falken dargestellt. Die Sonnenscheibe befindet sich über seinem Kopf. Einst war der größte aller Götter, aber die Zeit zermürbt ihn. Und als er sich zu alt fühlte, beschloss er, die Macht abzugeben und in den Himmel zu gehen. Dieser Gott ist einer der am meisten verehrten Figuren der ägyptischen Mythologie. Als Sonnengott war es eine seiner Aufgaben, die Dunkelheit zu vertreiben. Um seine Aufgabe zu erfüllen, überquerte der Gott den Himmel auf seinem Sonnenboot und erleuchtete die ganze Welt. Doch als die Dämmerung einsetzte, stürzte er sich mit seinem Schiff in die Fluten des Meeres in Richtung Unterwelt. Dort musste er durch die dunkle Welt segeln und die 12 Tore durchqueren, die die 12 Regionen der Unterwelt darstellten. Ra brauchte eine Stunde, um jedes Tor zu durchschreiten. In einem von ihm befand sich Osiris, der Herr der Unterwelt. Ihn besuchte Ra immer, um ihm seine Aufwartung zu machen. Doch bevor die Dunkelheit der Unterwelt verließ, wurde der Gott von der schrecklichen Schlange Apophis angegriffen. Diese Kraft des Chaos versuchte das Gefäß des Gottes zu zerstören und jeden Tag schien die Schlange der Erfüllung ihres Wunsches näher zu kommen. Einmal gelang es Apophis, das Sonnenschiff zu verschlucken und damit dem Sonnenlicht am Morgen ein Ende zu setzen. Doch die Schlange schaffte es nicht, den Gott in ihrem Bauch zu halten und wirkte ihn wieder aus. Dieses Ereignis wurde als Sonnenfinsternis bezeichnet. Die Zerstörung des Bootes von Ra wurde jedoch schwieriger, denn Seth, der Gott der Zerstörung, war, nachdem er den Streit über den höchsten Thron für Horus verloren hatte, dazu verurteilt worden, mit Ra durch die Lüfte zu navigieren. Er half dem Sonnengott sein Schiff gegen die schreckliche Schlange zu verteidigen.
Er besiegte sie mehrere Male. Er machte Ras Reise durch die Unterwelt sicherer. Der Gott Ra wurde in ganz Ägypten verehrt, aber besonders in der Stadt Helipolis wurde dieser Gott angebetet. Das Ansehen des Gottes war so groß, dass andere Traditionen der ägyptischen Religionen des Altertums die Darstellung des Gottes mit der größten Figur ihres eigenen Pantheons verschmolzen. So wurden beispielsweise die Figuren der höchsten Götter Amun und Atum auch als Amun-Ra und Atum-Ra bezeichnet. Der Name des Gottes wurde von vielen Pharaonen verwendet. Ramses ist ein bekanntes Beispiel. Sein Name bedeutet Sohn des Ra oder Sohn der Sonne. Und so wollte der Pharao seine Göttlichkeit vor seinen Untertanen stärken.